Yo Leute, ihr seht zum ersten Mal in GTA 5 Helikopter fliegen und so hoch wie möglich fliegen. Gucken wir mal, was dabei rauskommt, okay? Also, das ist am Krankenhaus, wenn du stürzt, musst du da ein paar Treppen hoch und da sind so zwei Helikopter, da kannst du einsteigen. Rettungshelikopter eigentlich. Ich gehe jetzt da ganz nach oben, vom höchsten Gebäude. Das erste Mal, dass ich jetzt einen Helikopter fliege. In GTA 5. Aber mit der Steuerung komme ich irgendwie nicht so ganz klar. Keine Ahnung, wie das hier funktioniert, ey. So sieht das nachts aus, ey. Los Santos. Vinewood. San Andreas. Da kann ich mich noch erinnern, an einem alten San Andreas. Ne? Da sind wir immer hier von oben. Immer da runtergesprungen mit Sanchez und so was, weiß ich was. Mit Panzer, mit Cheats dann da runtergesprungen, wie immer. Ne? Das kennen wir noch. Jetzt bin ich hier ganz Los Santos zum ersten Mal am Gucken. Da ist das Feinwurzzeichen, FBI-Scheiße, ja, da die ganzen Berge, Gebirge, Halleluja, der Mond, da der Zeppelin, das ist Los Santos, San Andreas, fliegen wir mal zum Zeppelin hin, ne? Hab ich irgendwie Bock. Jetzt machen wir einen kleinen Unfall, kleinen Totalschaden. Es macht gleich Bumm, okay? Wuhu! Doch nicht? Oder warum will der überhaupt abschießen? Aber den kann man ja auch fliegen, ne? Aber warum sollte ich den jetzt crashen, ne? Ich bin jetzt schön oben am Fliegen, ne? Also lassen wir das mal. Könnte ich machen. Fliegen wir einfach mal so hoch, wie es geht. Ich will gucken, wie hoch ich komme. Okay? So, höher geht's nicht. Ist aber schon ganz schön hoch, oder? Jo. Ist schon ganz schön hoch. Guck mal, wie tief die höchsten Gebäude sind, ne? Boah, über die Wolken sind wir ja schon geflogen. Wir sind jetzt über die Wolken. Die Wolken sind... Und, boah, geil, Alter. Wir sind über die Atmosphäre. San Andreas, Alter.
Wir sind über die Wolken geflogen. Es geht immer höher. Alles Wolken. Nur noch Wolken zu sehen. Nur noch Wolken sind zu sehen. Wir sind über die Wolken geflogen. Bin ja fast schon am Mond, Alter. Boah, da kann man mal sehen, so wie tief das höchste Gebäude eigentlich ist, ne? Und es geht immer noch höher. Alter, voll Hammer, ne? So, soll ich jetzt mal einen Sprung raus machen? Tschüschlan! Boah, wie lange der fliegt, Alter! Nico Bellic oder so wäre schon längst wieder unten. Tot. Außer Gefecht. Boah. Das geht ja ungefähr doppelt dreimal so hoch wie bei GTA 4 bei Liberty City. Ja, also du kannst wirklich über die Wolken fliegen. So, dass das höchste Gebäude ja aussieht wie ein... Wie ein kleiner Buckel, verstehst du? Also richtig krass. Auf jeden Fall ist Los Santos und das ganze Gebirge auf jeden Fall so groß, dass du es nicht ganz anschauen kannst. Egal wie hoch du auch kommst oder egal wo du auch filmst. Weil das einfach viel zu groß ist. Verstehst du, was ich meine? Und wenn du zu hoch fliegst, bist du über den Wolken und dann siehst du erst recht nichts. Ne? Das heißt, das ist nicht so wie bei GTA 4, da konntest du hochfliegen und dann ganz Liberty City konntest du dann anschauen. Aber bei GTA 5 bzw. San Andreas 2 kannst du nicht einfach alles angucken, weil das einfach zu groß ist. Ne? Und wenn du zu hoch fliegst, dann siehst du nichts wegen den Wolken. Ne? Das heißt, das ist so groß, dass du dir nicht alles angucken kannst. Man darf nicht vergessen, das ist das Gestätte. Und das alles hier, ja, das ist ja Gebirge, Wälder, Ozeane, Wüste, ne? Das ist ja ungefähr 3-4 Mal so groß wie das Gestätte. Ne? Ich bin ja ungefähr hier so hoch gekommen. Ne? Ungefähr hier war ich, das konnte man ja alles gar nicht sehen. Ne? Da kann man mal sehen, wie das ist, ne? Wie krass das ist, wie groß das ist. Ne? Ne? Ich war ungefähr hier, das hier konnte man alles gar nicht sehen, ne? Weil das einfach zu riesig ist. Ne?